Hallo und herzlich willkommen zurück bei My Time at Sandrock. Ja, dann reisen wir mal so schnell wie möglich los zu Sand Paluza. Wir wissen ja ungefähr, wo das ist. Und fangen dort das Event an. Genau. Hier. Da ist schon wieder was. Wasserturm Recycling. Och nö. Jetzt lassen wir das mal. Wir wollen ja schließlich dahin. Sandrennen. Genau. Jetzt haben wir doch gerne 20 Jolts. Kann sein, dass ich zwischendurch mal auf K gehen muss. Wegen meinem Kaffee. Den habe ich gerade erst angesetzt. Und ja, Arbeit fing heute früh an. Früher als sonst. Und ja. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit für die Aufnahme. Also, ich kann jetzt, wenn ich wollte, länger mit euch dieses Spiel spielen. Wie ihr möchtet. Also, ich kann, ja. Gut, jetzt geht die Story erstmal weiter. Ich bin gespannt. Okay, Sandrunning Signal up here. Hey there. Here for the ceremony, huh? Ja, wieso? Oh, warum so bedrückt? Well, this is it. I paid an arm and a leg getting advertising all the way out to Atara. And this is the turnout. Oh, weil so wenig da sind. Und ich bin der Einzige, okay. Logan, why couldn't he have blown up the water tower next week? Or better yet, not at all? Nun meckern doch nicht rum. Well, on the bright side, since there's no one here, there's no one to see how miserable of a failure this is. Yeah. Thanks for coming out to show your support. I'm sure you've still got plenty to do after the attack. It means a lot. Zu tun hast, das bedeutet mir sehr viel. This ain't the end of the world, though. Maybe once the Civil Corps finally catch that no-goodnik, I'll paint the sleds a different color and rebrand the whole thing or something. I even had this gift specially picked out for my first customer, and I guess my first customer is you now, huh? Ja, klar. I guess technically Burgess was here first, but his beliefs wouldn't allow him to accept a relic. Here you go. Oh, speaking of Burgess, he wanted to talk to you. He feels responsible for getting the ball rolling on this thing, I guess. Mm-hmm. I mean, this is nobody's fault but Logan's, but I couldn't convince him otherwise. Oh man, Burgess ist auch ein Trottel, ne? Catch you later. We'll get him next time. Als nächstes Mal haben wir mehr Glück. Na, ich weiß ja nicht. Sandschlitten. Läuft das jetzt, das Event, oder eher... Ach, der steht hier. Beobachtet der mich? Oh Mann. Was hast du getan, du Bob? Hey there. Gosh, real shame about all this. It seems like this whole entertainment thing blew up in our faces, and it's all my fault. If I just hadn't bothered with that darn survey. Mm-hmm. Well, I suppose one could blame Logan, as his antics did scare everyone away from the ceremony, but, oh shucks, let's call it 50-50. What's more, I realized that my survey, which was intended to support the need for giving people in town a rest, actually ended up putting you builders back to work. Uh-huh. Well, I'm real sorry that things turned out like this. Foresight is not your strong suit. Miguel always says that about me. Das sagt Miguel immer über mich. Uh-huh. Er ist nicht hier. If it means anything, I did want to tell you that I think you did a really great job on the sand sled thing, even if nobody showed up. Mm-hmm.
all the stuff you've been doing for Sandrock? Well, a lot of people appreciate it. We're all rooting for you. Aha. Ihr drückt mir alle die Daumen. Mhm. So, I saved up some money and got you a week-long pass to ride on Katori's sand sled game as many times as you want. I got one for Mian, too, since you guys have been working so hard lately. Gar nicht. Well, have fun. Be careful, those sleds can get real speedy. Mm-hmm. Oh, hi. You're looking kind of serious. Is everything okay? Oh, gosh. You want to know about that night? Mm. Well, let me think. Everything is a bit fuzzy for me. I was taking the late shift, helping out with patrols, making sure nobody snuck in to see old Howlett, who was being quarantined. Mm-hmm. It was a stressful time for all of us, but obviously Logan was affected the most. Mm-hmm. Sure enough, he showed up and the last thing I remember is me politely explaining to him that going into the temple right then was against the rules. Then everything went black. Ja, dann hat er dich K.O. geschlagen. When I woke up, everybody helped me to my feet and wanted to know what happened, but I didn't really see anything. It's all very sad. I can't help but think if Logan hadn't acted so irrationally, perhaps his father would still be... Some things are best not to dwell on. What happened happened. No one wanted it to be this way. Blaming anyone won't bring him back. I think the sooner Logan accepts that and takes responsibility for what he did, well, perhaps the sooner we can have him back in the flock. Das wird nicht passieren. Maybe the reason no one's talked about this much since you've been here is we're all really sad about the way things turned out. Maybe some people also fear that it's something they did that drove Logan down this path. Logan will come back to the light one day. I'm sure of it. Ja, natürlich. Just make sure to stay safe out there. And remember, we're all in this together, so don't hesitate to ask for help. Natürlich, natürlich. Ich und um Hilfe bitten? Nee, gar nicht. Oh, ich habe ein Fotoapparat. Ist das schön. Soll ich jetzt ein Foto machen? Jawohl. Gut. Wir stecken mal die Kamera zurück. Bevor ich ausversehentlich noch irgendwas drücke, was ich nicht drücken wollte. So wie jetzt gerade eben. So. Ja, man könnte jetzt für Sandschlitten anmelden, aber... Geh zum Empfang. Oh, gehört zur Quest oder was? Nee. Gehört's nicht. Ah, also man kann jederzeit... ja, und alleine ist doof. Also lassen wir das. So, dann habe ich hier noch eine, genau, Wasserturm-Recycling. Wasserturm-Recycling, das bedeutet, ich muss das alten Wasserturm abreißen, um das neue Teil wieder aufzubauen. Genau. Mal gucken, was wir da rausbekommen. Erstmal reisen wir schnell zurück zu unserem Posten. Ja. Genau. Ja, das, ja, genau. Und da steht jemand. Ich weiß nicht wer. Wir werden sehen. Und habt ihr den ersten Weihnachtstag überstanden? Dann herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß beim zweiten Weihnachtstag. Dann wie? Ach, geh mal weg, Dumbi. Dumbi. Keine Zeit für dich, Dumbi. Sorry, aber... Nee, die Pflicht ruft. Aha, hier kann man aufräumen. Will ich aber nicht. Soll die Stadt selber machen. Warum muss ich hier aufräumen, wenn die Stadt das auch kann? Die sind alle zu faul.
Die überlassen mir meist die ganze Arbeit. Rian handelt? Aha. So, Recycling. Hier oder was? Nee. Wie komme ich denn jetzt dahinter? Daran. Oh, hier war was. Wasserturm. Da. Jad! Jad! Hä? Nur das Innere? Die Zäune nicht? Okay. Das ist weird. Und komisch zugleich. Naja, gut. Das mit dem Detektivarbeit, das machen wir noch. Aber erstmal mit dem Wasserturm noch weitermachen. Auf eins müssen wir uns ja erstmal konzentrieren. Entschuldigung. Also. Hallo Mian. Hat schon wieder eine Quest. Ja. Ignoriere ich mal. So. Quest. Das hier mal weg hier. Vergangenheits. Oha. Wassertank, Eisenplatte, Bronzerohre, Manganstahlstange. Ach du meine Güte. Okay, Kupferrohre herstellen. Kupferschrauben herstellen. Hier, klar. Genau. Zack. Und hier geht's nicht. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Geht einfach nicht. Wir haben nur ein Haushaltsding und das ist hier normaler Verarbeiter. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Blutsteinsäge. Kupferzahnrad. Kann erstmal Kupferzahnrad herstellen. Geht das hier? Nee, das geht nur an den anderen Teil. Okay. Schade. So, Ventil. Zweimal. Oder muss noch warten. Filterkern. Da brauchen wir Kupferrohre. Oh, ja. Gusseisenstange, genau. Das brauchen wir. Und Manganstahlstange. Okay, dann schaue ich mal, ob wir Manganstahlstange herstellen können. Genau, Manganstahlstange. Sehr gut. Kann ich hier noch irgendwas? Bronze. Geht nicht. Glas. Ich weiß ja nicht für was. Oh, okay, ich mache mal Glas. Und wir brauchen für Bronze, ist klar, Zinnerz und Kupfererz. Ich gehe mal ein bisschen shoppen. Das dauert natürlich alles jetzt ein bisschen. Sorry. Nein, Eisen nicht. Dann schon wenig Zinnerz, muss ich mal sagen. Und dann schon wenig Kupfer. Was ist da los? Naja, ernsthaft, was ist da los? Bin ich auf einem falschen Fuß aufgestanden oder was? Okay, dann werden wir hier mal wieder ein bisschen sammeln. Jetzt können wir auch das Plastikding hier mitnehmen. Sehr gut. Plastik, Helmet. Drecksbonus. Kunststoff. Yes. So, nach dem Plastik pausiere ich kurz mal, um meinen Kaffee zu holen. So. Bis gleich. So, da sind wir wieder.
Und weiter geht's mit Jan! Jan! Müll. Hund! 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 Jan! Hund! Jan! Jan! Hund! 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 Jan! Hund! Hund! Jan! Hund! Hund! Jan! Jan! Hund! 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 Mhm. Oh. Hund! Jan! Hund! 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 Jan! Hund! Nur ein Gummirest. Mhm. Jan! Okay. Dann haben wir ja alles gesammelt. Das hier darf ich leider nicht. Das hier wird automatisch sortiert. Mhm. Okay. Hier drin haben wir jetzt alles mitgenommen. Es wird doch schon langsam dunkel. Deswegen nehme ich noch diesen Roboter mal mit. Jan! Hund! Jan! Hund! Mhm. Hund! Hund! Jan! Hund! Hund! Jan! Jan! Hund! Hund! Jan! Hund! Hund! Jan! So, dann laufe ich mal nach hinten, um zu schauen, ob da noch mehr ist. Hund! Ja, Gummireste. Jan! Jan! Und diesen Hyperschlafkammer. Hund! Sehr gut. Jan! Hund! 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 Ja, ich bezweifle, dass ich das vollständig noch hinbekomme. Jan! Ja, gleich. Bam. Gut, gerade so noch hinbekommen. Gummireste kriege ich, glaube ich, nicht mehr mit. Ja, das war's. Alle schlafen hier schon. Keine Sorge, sie sind nicht tot umgefallen oder so. Die schlafen schon, weil es nämlich schon abends ist. Und da wehren sie sich kaum. Gute Angriffstaktik. Nein, halt auf. So, dann kann ich doch vielleicht ein bisschen Bronze herstellen. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Ist ja nicht so schlimm. So langsam ernährt sich das Eichhörnchen, ja. Jetzt sammle ich hier noch die ganzen Reste noch ein. Genau. Und hüpfe mal hier drüber. Genau. Und hüpf. Ich glaube, wir brauchen davon noch viel, viel, viel mehr. Natürlich diesen hausgemachten Zeug. So, dann setze ich mal neu an. Hier, Plastikschrott. Sehr wichtig. Und nochmal Plastikschrott. Und jetzt nehmen wir eines Holzreste. Genau. Und Gummischrott können wir dann hier nehmen. Der Eisenschrott geht hier leider nicht. Wie gesagt, da braucht man noch viel mehr an solche Wiederverwerter. Und viel mehr Dreck. Also zum Verbrennen hier Sachen. Oh, viel mehr. Da, 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 da. Ja, wir machen uns gleich aufs Öhrchen. Pörchen. Lörchen. Törchen. Ihr wisst schon. So. Und zwar jetzt.
Jetzt legen wir uns hin. Genau. Dass der Tag übersprungen wird. Sehr gut. Okay. Irgendeine Aufgabe habe ich verkackt. Ja. Dann ist es so. Kann ich auch nicht ändern. Was willst du denn, Avio? Ist irgendwas? Ich habe jetzt gar keine Zeit für dich. So, dann schauen wir mal. Von Avio. Weißt du noch, dass ich dich gebeten habe, ein paar Bilderrahmen zu basteln? Mach dir keine Gedanken darüber. Ich habe stattdessen einen Lieferanten für sie gefunden. Was? Oh, ups. In ein paar Tagen werde ich die neuen Produkte auf Lager haben. Komm in ein paar Tagen vorbei und schau dir es dir an. Bei den Treppen. Mhm. Von Nia. Ah. Neulich habe ich jemanden aus der Schule getroffen. Erinnerst du dich an 47? Er saß direkt hinter dir und hat bei Test immer bei dir abgeschrieben. Oh, Moment. Das wusstest du nicht, oder? Jedenfalls hatte ich ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Es stellte sich heraus, dass er jetzt auch ein Handwerker ist. Die Kinder in der Schule waren immer etwas gehässig, weil du Handwerker werden wolltest. Sie haben sich immer darüber lustig gemacht, als ob es dumm und gefährlich wäre. 47 sagten, dass viele von ihnen am Ende auch Handwerker geworden sind. Oh, diese Heuchler. Wenigstens haben du und 47 an euren Träumen festgehalten. Weißt du, ich denke, dass Handwerker und Gärtner ziemlich ähnlich sind. In beiden Berufen geht es darum, Leben in die Dinge zu bringen. Beide sind auch sehr anstrengend. Ich glaube, es dauert ganz lange, bis man sie beherrscht. Aber ich denke, insgesamt ist es ziemlich erfüllend. Und was denkst du? Oh ja, das wirst du nie glauben. Du weißt doch, dass ich der schönste Mensch der Welt bin, oder? Nun, 47 wusste es. Er hat mir erzählt, dass er mich schon in der Schule gemocht hat. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Ich weiß, dass ich diese Wirkung auf Menschen habe. Als er mir das sagte, sagte ich nur, oh, das ist nett. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dieser ganze Liebeskram ist zu kompliziert. Ich werde mich einfach an meine Blume halten. Die brauchen auch so schon genug Pflege. Manchmal sind ein verdammtes Ärgernis, aber im Ernst, sie brauchen die richtige Menge an Nahrung. Du darfst zum Beispiel nicht vergessen, sie zu gießen, wenn du etwas in Sandrock anbaust. Weiß ich. Musst du dafür sorgen, dass du dich ausreichend um sie kümmerst. Gut, ich glaube, ich habe dieses Mal ein bisschen viel erzählt. Aber ich weiß, dass du diese Briefe brauchst, sonst brichst du in Tränen aus. Deine Freundin für immer, Nia. Er hat mich betrogen? Das ist interessant. Sie sind sich ziemlich ähnlich. Auf dich? Er hat dich nicht mit jemand anderem verwechselt? Ups, ich sollte jetzt gießen gehen. Komm. Ja. Dann brauchte er wohl eine Brille. Was hat er sich nur dabei gedacht? Ich mache nur Spaß, keine Sorge. Ich bin mir sicher, dass eine Menge Leute in dich verliebt sind. Mit den Pflanzen bringst du Leben in die Dinge, mit dem Bauen bringst du das Fundament und die Struktur. Das ergänzt sich gut. Irgendwie ergibt es Sinn, dass wir uns beide für eines entscheiden, oder? Ja, ich gebe das hier als Antwort. Das reicht. Mal gucken, ob es auch irgendwann mal, ne, zu uns kommt. Irgendwann mal im Spiel. Aber momentan ist er ja nicht bei uns. Ich hab's spoilern lassen. Sie wird auch hier irgendwann erscheinen.
So. Inspektionszeit wird um 20 Sekunden verlängert und die Anzahl der Versuche wird um 1 erhöht. Aha. Hochwertige Montagekenntnis. Bessere Chance auf hochwertigen Kram. Okay, nehme ich das. So. Sehr gut, sorry. Da ein bisschen aufgestößelt. So. Ich glaube, wir müssen gleich wieder einkaufen. Und einsortieren. Ja, wir müssen einsortieren. Am besten jetzt. Dann brauchen wir es später nicht mehr. Ich weiß, es ist nervig, aber... Willst du machen. Brauche ja nicht hüpfen. Na doch. Doch, doch, man muss hüpfen. So, dann sortiere ich mal das Ganze ein. So. So. Einsortiert. Reicht. So, und dann ein bisschen Shoppy. Achso, und Nebenaufträge nicht vergessen. So, Zinnerz und Kupfer. Gut. Wir sind schon bei 30 Minuten. Ist hoffentlich nicht störend, wenn die Folge heute mal länger geht. So, dann gucken wir mal. Bronze. Genau. Erstellen. Und hier auch noch ein bisschen Bronze backen. So, Bronze wird hergestellt. Ich will Platten nur hergestellt, ne? Guss müssen wir auch noch und Kunststoffschale. Sehr gut. Das kriegen wir alles nach und nach rein. Finde ich sehr interessant. Und sehr gut auch.
So, dann schaue ich mal, ob ich vielleicht ein paar Aufträge annehmen kann und so schon abgeben kann. Direkt, wenn ich es habe. Mal schauen. Nein, nein, nein. Suppentöpfe könnte ich abgeben. Habe ich ja noch. So. Das habe ich nicht. Hab einen zu stehen, aber ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Keine Ahnung. Ich denke so. Nö, ich nehme das und das und gebe die zwei Sachen ab und dann ist gut. So, pass auf. Boah, Appetit auf den Bau und na, weg hier und dann reparieren, bla bla bla. So, die zwei Sachen gebe ich dann auch ab. Ah, Grace. Hey, has Owen told you about his new idea? It's even been approved by the church and all. We're going to make the world a better place. Ah, let me fill you in then. Short of it is, some small villages around Sandrock are just scraping by, eating sand rice 3 meals a day. Owen, being the boss he is, decided to step up and ship some hearty meals their way. Wo bin ich jetzt da reingeplatzt? Ich wollte doch eigentlich bloß die Aufgabe abgeben. Mann. Only question was logistics. We pitched it to the church and they were on board right away. Had a bit of back and forth. They said they'll help deliver meals if we, Owen cooks them up. Wir reichen diesen Schnorren die Hand. Was? Ja, genau. Giving food to people who are having a hard time. Not exactly a handout. Just stick with me for a bit longer. These small villages are pretty far from Sandrock. Plus, if we're going to bring them food, I designed an insulated backpack based on a tick. It said that echt in the jetzt? Old world, this compound Ach, is komm. A. I tried to get cheat. Best not to get too worked up about it. All right, let me know. Ja. Do you remember that insulated backpack I was telling you about? All right, let me know when you have some. Na. Lieferdienst, noch immer Aufträge. Ja, ich wollte bloß einen Auftrag Thanks. Geben. Ja, jetzt geh. Kusch dich. Ich wollte nur den Auftrag abgeben. Und nicht hier stundenlang noch quatschen mit der. Sorry. Sorry. Es tut mir leid. Ich weiß, gehört zur Story, aber nee. Außerdem sowieso eine Nebenstory, die ist nicht so wichtig. Die ist langweilig. Hauptstory ist wichtiger. Ach Mann, komm doch runter zu mir. Yeah. Wie gemein. Und bitte jetzt nicht wieder irgendwas einmischungsmäßig mir auf den Sack gehen. Ich will doch nur diese Lieferung abgeben. Er braucht doch Töpfe hier. Ja, Heidi. Heidi! Bitteschön! Ja. Oh, oh yeah! Telesis needs relic technology. Did you hear that, Elsie? Ich muss raus. Hab keine Zeit. Einfach raus. So, ja, Bronzerohre brauchen wir immer noch. Stahlrahmen, Kunststoffschale, Bronzerohren. Ach, Mann. Filterkerne und. So, ich schau mal, ob ich die nächste Forschung ansetzen kann. Ist auch ganz wichtig. Immer schön nebenbei forschen. Hallo, Mr. Cree. So, da haben wir ja alles bis auf Stufe 2 ausgeforscht, genau. Und jetzt können wir hier Stufe 3 schon mal nehmen.
wäre, glaube ich, ganz gut, das hier zu forschen. Aus dem Haushalt jetzt industriell. Finde ich ganz gut. Wir gehen auf den industriellen Zeug über. Genau. Beschleunigen geht's, glaube ich, nicht. Nee, das ist zu teuer. Dafür sammeln wir zu wenig. Und wie lange dauert's? 6 Tage. Okay, 6 Spieltage. Bis wir es brauchen. Sehr gut. So, wir haben 15.000. Über 15.000 Gold. Ja, endlich, Mann. Wir haben fast die 20.000 erreicht. Dann können wir wieder erweitern. Und. Zukünftigerweise sollte ich auch mal mehr an die Werkzeuge dran arbeiten als diversen anderen Krams. Ja, um mehr Wasser zu bekommen, brauchen wir mehr Tausammler, ne? Theoretisch. Und mehr von den Sachen brauchen wir auch. Auf jeden brauchen wir davon mehr. Viel, viel mehr. Sehr viel mehr. Ja. Also das hätten wir auch sparen können, ne? Plastik. War lieber Eisenschrott. Ja, noch hinzufügen. Dann passt das schon. So, das war's dann erstmal für diese Folge. Euch einen wunderschönen zweiten Feiertag, Weihnachtsfeiertag, Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag, genau. Und wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren My Time at Sandrock auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, genauso viel Spaß hattet wie ich. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge von My Time at Sandrock auf meinem Kanal. Ciao mit V, tschüss mit Ö, tschüss.